Heiße Öfen sind die Leidenschaft von Horst Linn, dem Geschäftsführer von Linn Heiter. Er hat seine Passion zum Beruf gemacht. Seit 40 Jahren entwickelt er heiße Öfen. Doch nicht leistungsstarke Motoren, sondern hochwertige Industrie- und Laboröfen. Spezialtechnik, die sich ständig entwickelt. Bei uns im Unternehmen hat sich viel geändert. Wir sind einerseits froh, dass wir noch viele Mitarbeiter aus der ersten Stunde oder aus den ersten Jahren dabei haben, weil der Erfahrungsschatz gerade in dieser Branche sehr wichtig ist. Ansonsten hat sich eben sehr viel geändert, dass wir die Produktivität steigern konnten durch moderne Maschinen, durch die EDV-Geschichten, IT-Geschichten natürlich und vor allem, dass die Herausforderungen immer größer werden und wir lieben die Technik und wachsen mit den Anforderungen. 40 Jahre Linn Heiterm wurden in Eschenbach ausgiebig gefeiert. Benediktinermönch Pater Anselm Bilgri hielt den Festvortrag über Ethik, Kultur und Wirtschaft im Geschäftsleben. Aufgelockert wurde das Programm durch den Schnellzeichner Klaus Hering, der die Gäste porträtierte. Und Kabarettist Frank Astor gab sein neues Bühnenstück zum Besten. Nur das Beste, das wünschten auch die Gäste Linn Heiterm für die Zukunft. Ich wünsche Linn Heiterm, dass sie weiterhin in der Entwicklung diesen Erfolg haben für die Zukunft, dass sie hier am Standort natürlich bleiben, in Amberg-Sulzbach, für unser wichtiger Standortfaktor, einen Unternehmer zu haben, der weltweit diesen Erfolg erringen konnte. Ich wünsche, dass die genauso weitermachen wie bisher und dass sie Turbulenzen der heutigen Zeit gut überstehen. Ihr Erfolg und Glück natürlich im Geschäft, dass sich weiterhin Öfen gut verkaufen werden, dass all seine Projekte in Form von der, die wir bereits gehört haben, also mit den nuklearen und ähnlichen Sachen, die bereits besprochen wurden, umsetzen kann und die Wege in neue Märkte findet oder diese gründet. Also ich hoffe und ich nehme auch an, dass die Firma Linn nicht nur weitere 40, sondern auch noch viel längere Zeit bestehen wird. Und ich wünsche für diesen neuen Weg, den er auch beschreiten möchte, auch das Wachstum, was er angekündigt hat, dort viel Erfolg und die gewisse Menschlichkeit, die man dem Herrn Linn zweifelsfrei bescheinigen kann, sowohl im Umgang mit seinen Mitarbeitern auch als im Umgang mit den Kunden und Lieferanten. Also die angesprochene Familie beziehe ich jetzt nicht mal nur auf seine eigene Familie, sondern auch als Familie in diesen ganzen Wirtschaftszweig, wo er da führend ist und auch eine führende Rolle in der Menschlichkeit übernimmt. Ja, dass es immer weitergeht. Und weitergehen wird es bei Linn Heiterm, auch wenn einige Änderungen bevorstehen. Für mich steht jetzt nach dem 65. Geburtstag ein Generationswechsel langsam hier ins Haus. Ich werde mich ein bisschen mehr in die Technik zurückziehen, die ich ja besonders liebe, und versuche das Tagesgeschäft etwas dem Junior und einem zweiten Mann, der neben dem Junior stehen wird, in Zukunft das so umzuverteilen und dann hoffentlich doch auch mal im Jahr zweimal, dreimal, zwei Wochen Urlaub machen zu können. Wie stolz die Angestellten auf ihren Chef sind, das drückten sie mit ihrem Geschenk aus. Zum Firmenjubiläum und zu seinem 65. Geburtstag überreichten sie ihm eine handgegossene Glocke. Mit der läutete Horst Linn dann sogleich eine erfolgreiche Zukunft ein.